Herzlich gemacht, sehe ich gerade. Ah ja. Ja, gehen wir die Armbrust. Zahlfähigkeiten gibt es noch neues. Cool. Die Angriff, da haben wir den kritischen Schlag. So, schick, schick. Für ein Kupferstück breche ich jemandem einen Arm oder ein Bein. Das ist natürlich praktisch. Okay, damit haben wir das. Dann, will ich nochmal rasten? Ja, komm. Ich hoffe, das bringt was. Warum nicht? Grüß dich. Ah, okay. Geht dann doch so schnell weiter. Ich möchte euch gerne kurz sprechen, Jaira. Hört euch bitte aufmerksam an, was ich zu sagen habe. Ich tue das nicht gern. Kenne ich euch etwa? Gibt es irgendeinen Grund, warum ihr mich so unhöflich behandelt? Ich kann kein Kleingeld der übrigen. Ja, übrig, wenn ihr darauf hinaus wollt. Wir haben es doch gerade getroffen. Bezaubern, wie man mir gesagt hat. Nein, Jaira, ich will nur eure Aufmerksamkeit. Ihr sollt folgen, während ich führe. Kommt, wir müssen gehen. Ich befolge nicht Befehle eines Fremdes. Wer seid ihr? Oh, ihr kennt mich ebenso gut, wie ihr euch selbst kennen solltet. Wir sind eine dieselbe Person. Ich trage die Nadel, die unseren Namen zeigt. Lasst nicht zu, dass euch eure Augen täuschen, wenn ihr dieses Schmuckstück mustert. Ja, ich verstehe jetzt. Wenn ihr mir einen Augenblick lang Zeit gibt, werde ich tun, was zu tun ist. Verabschiedet euch rasch. Ihr werdet nicht lange weg sein. Worum geht's denn eigentlich, Jaira? Sollte ich mir Sorgen machen? Wenn etwas nicht stimmt, kann ich vielleicht helfen. Entspannt euch, Peacemaker. Ich werde nicht lange fort sein. Bitte. Ich werde alles erklären, wenn ich zurückkomme. Ich möchte auch nicht zu lange von euch getrennt sein. Ich komme zurück, sobald ich kann. Okay? Ja, dann schauen wir mal. Ja, würde ich sagen, dann rasten wir jetzt eine Runde und suchen uns dann eventuell einen neuen Begleiter. Und doch den Zwerg noch mitnehmen. Ist schon geschehen. Der Tag ist kalt und trüb, an dem der Daumen seinen Gästen nicht ein bisschen Gastfreundschaft gewährt. So. Tretet ein und seid dem Seeschatz herzlich willkommen. Ja, hallo Daumi. Jetzt, wo Jaira weg ist, können wir auch mal königlich. Es kostet dann nicht so viel Geld. Rasten. Da seid ihr ja. Ich habe euch vermisst, während ich weg war. Ich meine, es freut mich, euch zu sehen. Ich muss euch ja sagen, dass wir uns zur Hafnerfeste in Adkatla begeben müssen. Ja, gut, dass wir da gerade um die Ecke sind. Aber warst du ja wirklich nicht lange weg. Praktisch. Okay. Dann schauen wir doch mal. Ich bin gebeten worden, euch mitzubringen und wir dürfen uns nicht allzu lange Zeit lassen. Sie werden uns gestatten, die Schutzzauber, die auf den Toren liegen, zu passieren, aber ich muss bei euch und bei Bewusstsein sein. Okay. Ja, wenn ihr es wünscht, dann werden wir so vorgehen. Ich vertraue auf euer Urteilsvermögen, Jaira. Ihr wisst, dass ihr mich nicht zweimal um einen Gefallen bitten musst. Es freut mich, dass ihr wieder bei der Gruppe und an meiner Seite seid. Ich danke euch. Und ich werde euch sagen, was ich darf, wenn es an der Zeit ist. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich das von euch verlangen muss, aber es ist meine Pflicht, es zu tun. Kommt, lasst uns aufbrechen. Okay? Dann, du bist jetzt wieder dabei, ne? Nichts tut so gut,
irgendwie ein wenig unangenehm. So. Alles, was ich brauche, ist ein Krokodil und ein hübsches Mädel auf dem Stoß. Ja, Grog wäre auch mal wieder eine Idee. Ja, so. Ich bin dabei. Die Diener schon erledigt. Sehr schön, dass ihr euch so lange nicht gesehen habt, aber dass ihr die ganze Zeit aufeinander hängen müsst und euch blockiert. Vielleicht ist es nicht so sinnvoll. Okay. Dann ab zur Hafnerfeste. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocket! Ja, meine Liebe, es freut mich, euch zu sehen. Ja, willkommen wird gezwungen. Galvaray. Ihr wisst, ich bin hier, weil mich die Herold gebeten hat. Warum seid ihr hier, um mich zu begrüßen? Die ist zu wichtig, um meine Zeit mit euch zu vergeuden. Ja, ich weiß nur zu gut, wie wichtig diese Angelegenheit ist. Ich war derjenige, der euch rufen ließ. Ihr seid kein Herold. Was geht hier vor? In dieser Gegend gibt es im Moment noch keinen Herold und ich werde dafür sorgen, dass einer etabliert wird. Ihr werdet helfen, indem ihr euch für das Richtige entscheidet. Ihr wisst doch, was das Richtige ist, oder? Ich weiß, dass ihr ein ambitionierter Narr seid. Eure Taten sind nicht abgesegnet. Selbst diese aufgedonnerte Basis widerspricht unserer üblichen Zurückhaltung. Die Position eines Herolds setzt voraus, dass man... Ein Herold benötigt einen eisernen Willen, um sich in seiner Position zu etablieren. Die hohen Herolde werden entscheiden, ob sein Status gerechtfertigt ist. Wirklich, Jere, ihr solltet wissen, dass es hier um eine äußerst wichtige Angelegenheit geht. Na gut, stellt eure Fragen, dass ich meinen Auftrag endlich vollenden kann. Sehr gut. Ihr dient dem größeren Guten wie wir alle. Nun denn, Peacemaker, wisst ihr, warum ihr hier seid? Haben wir dann... Gnade. Ihr seid natürlich über meine Hintergrundgeschichte besorgt. Vor allem interessiere ich euch wegen meines Vaters. Ihr seid recht scharfsinnig. Und was könnte es wohl sein, dass ein Schatten auf eure Herkunft wirft? Ich werde euch genau erklären, was wir wissen wollen. Ich will euch gleich ein paar Fragen stellen, Peacemaker. Nichts, was zu persönlich ist, keine Sorge. Was sind eure frühesten Erinnerungen? Sind das glückliche Erinnerungen? Ich muss euch keine Fragen beantworten. Ihr wisst bereits so viel von mir. Warum haltet ihr euch da noch mit solchen Fragen auf? Eine ausweichende Antwort. Das ist sicherlich eine Demonstration eurer verräterischen Natur. Gar nicht gut. Nächste Frage. Bitte, Peacemaker, macht die Sache für euch nicht noch schwieriger. Kein Vorsagen, meine Liebe. Er soll antworten, wie er antworten muss. Gehen wir zur nächsten Frage. Da ihr ein Kind des Baals, seid, habt ihr da öfter gewalttätige Gedanken? Ja, nicht mehr als jeder andere auch. Ich setze Gewalt ein, wenn es notwendig ist und vermeide sie, wenn möglich. Man muss Gewalt verwenden. Das hätte man ja von jemandem mit einer derartig widerwärtigen Herkunft erwarten können. Warum stellt ihr überhaupt eine Frage, wenn ihr die Antwort ohnehin so verdreht, wie es euch passt? Peacemaker würde niemals... Niemals was? Euer Urteilsvermögen ist durch eure Gefühle getrübt. Vermutlich denkt er gar nicht in unseren Bahnen.
Könnt ihr einen Illithiden verstehen? Oder gar einen Betrachter? Er ähnelt diesen Wesen. Nur in eurer Fantasie, das ist ja eine Farce. Ich werde euch dennoch weitere Fragen stellen. Ich hoffe, ihr haltet euch ein wenig mit euren Ausbrüchen zurück. Und dann Peacemaker, was ist eure Lieblingsfarbe? Was hat das denn bitte mit irgendwas zu tun? Jaira, stellt eure Loyalität für die Sache der Hafner in Frage. Ich stelle eure Loyalität für die Sache der Hafner in Frage. Die Logik hinter meinen Methoden wird doch klar werden. Peacemaker, eine weitere Frage an euch. Was ist eure Lieblingsfarbe? Schwarz natürlich. Rot, gelb, Nehmen wir gelb. Ich bevorzuge gelb. Gelb. Die Farbe des Eiters. Das Blut der Götter. Ebenso wie die Farbe der Wunde, die nicht gereinigt wurde. Auch von der Sonne am Himmel oder von einem Gänseblümchen. Ihr seid so versessen darauf, das zu hören, was ihr hören wollt, dass die Antwort keine Rolle spielt. Ich denke, dass es in gewisser Weise wohl keine Rolle spielt. Offensichtlich verursacht diese Person, egal wo sie hingeht, Störungen im Gefüge der Realität. Meine Frage soll nur den Sachverhalt klären. Aber ihr solltet Peacemaker so sehen, wie er ist, und dich nach euren Vorstellungen von ihm urteilen. Ich sollte sie doch hierher bringen, Ihr solltet ihn hierher bringen, damit wir ihn hier haben. Das ist alles. Die Vorgehensweise war immer eindeutig. Entschuldigung, bitte, aber ich befinde mich immer noch hier. Was habt ihr also vor? Es tut mir leid, Peacemaker. Das war in keinster Weise meine Absicht. Ich dachte... Ihr dachtet, ich würde ihn herbringen und dann würde ich feststellen, dass er keine Gefahr darstellt. Meine Liebe, eure Gefühle haben euren Sinn für die Pflichten verwirrt. Meine, was? Ihr stellt mich in Frage? Ihr setzt ihn dieser Hexenjagd aus und seid der Ansicht, dass meine Motive fragwürdig sind? Nun, eure Einstellung bestätigt es. Meine Liebe, als Hafnerin, als Druidin, wie könnt ihr Peacemaker gestatten, frei herumzuwandeln? Denkt nur an die Anweisung auf das Gleichgewicht. An die Auswirkung auf das Gleichgewicht. Was aber, wenn er das Gleichgewicht wiederherstellen wird? Was, wenn seine Absichten gut sind? Das Risiko wäre einfach zu hoch. Es gibt in dieser Angelegenheit keinen Handelsspielraum. Peacemaker, man wird euch einsperren müssen. Das ist gleichbedeutend mit dem Toten, das wisst ihr nur zu gut, Galvaray. Nichts derartig Barbarisches. Gefangenschaft um das Chaos, das er sonst absichtlich oder unabsichtlich sehen würde. Es ist eine menschliche Lösung. Es klingt in meinen Ohren aber ganz schön monströs. Ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren. Ich lasse mich auf keinen Fall in einer Zelle einsperren. Nein, Peacemaker. Ich meine die Zaubereinkerung. Da habe ich ja schon ungüte Erfahrungen mitgemacht. Ihr werdet euch in einem kleinen Behältnis wiederfinden, das sich zahlreiche Kilometer unter der Erdoberfläche befindet. Recht friedlich dort unten. Ihr habt kein Recht, das zu tun. Ich werde das nicht zulassen. Eure Meinung zählt hier nicht. Und abgesehen davon habt ihr kaum eine Wahl. Natürlich könnt ihr kämpfen, aber ihr müsstet gegen 6 Hafner antreten. Das Kräfte der Welt ist recht eindeutig. Ja, auf meiner Seite. Nein, Galvaray. Da seid nur ihr und eure 4 Schergen. Ich werde mich daran verteidigen. Peacemaker, ich werde euch zur Seite stehen, wenn ihr mich noch akzeptiert. Seid ihr... Ihr seid besser, als sie sagen. Ich weiß es. Ich hatte gehofft, dass ihr das tun würdet, aber ich möchte nicht, dass ihr euren Freunden wehtut. Das sind nicht meine Freunde. Ich erkenne sie nicht wieder. Ihr habt einen Fehler begangen, Jaira. Seine Einkerkerung hätte ich meinen Wunsch, Herold zu werden, verwirklichen können. Aber nun kämpft ihr gemeinsam mit diesem Monster gegen die Hafner.
Hafner dürfen sich nicht einmischen. Dürfen sich einmischen, aber nur dann, wenn es der guten Sache an sich und für sich dienlich ist. Nicht so. Ich kenne euch nicht mehr. Okay. Ja? Dann schauen wir doch mal. Ich warte auf euren Befehl. Wo machst du vielleicht erstmal die Insektenplage? Ja. Ihr haut mal Buffs raus. Ich warte. Ja. Das hat wohl nicht so funktioniert. So. Sag mir, was zu tun ist. Der erste wäre schon mal platt. Cool. Ja, das sollte ja passen. Okay, okay. Ich bin bereit. Ich helfe, wo immer ich kann. Ja, ich glaube, das brauchen wir nicht mehr sparen können, tatsächlich. Na, endlich. Lang genug gedauert. Oh, ich zeig euch einen richtigen Kampf. Machen wir es kurz und schmerzhaft. Meine Waffe ist ohne Wirkung. Na, das ist kein Problem. Meinen Freunden werdet ihr nichts tun. Was kann ich tun? So. Ein Haufen. Mehr kann ich nicht tragen. Tut mir leid. Zeug zu identifizieren. Kampfstab plus 1, der kann weg. Ring der Vielfalt. Oh, Magiezauber. Ja, ich glaube, das mit Zauber zurückwerfen ist sinnvoller. Ja, ich glaube, der wird auch verkauft. Dann Panzer bis zum Tod. Ja. Auch das. Dann. Mehr kann ich nicht tragen. Tut mir leid. Ich habe etwas abgelegt. Katana plus 1. Schutzumhang. Oh ja. Was? Du bist die Einzige, die den tragen kann. Schade. Ah, müssen wir auch mal wieder eine Runde verkaufen. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. So, das nochmal mit. Los, spuck es aus. Auf euren Befehl. Wurde aber auch Zeit. Ah, du hast dich wohl irgendwo verzogen, wie mir scheint. Ist man Ruhe am Plündern auf einmal. Er hat mich auch gewundert, dass das noch irgendwie kein Dialog am Ende kam. Hm.
Ich glaube, das können sie ja auch mittlerweile mal weg. Brauchen wir das nicht mehr großartig aufheben? Ja. So. Ah, alles klar. So. Dann. Etwas? Ist was los? So. Bitte schön. Ja, wie gesagt, das dürfte ja deutlich schlechter sein. Hm, ich glaube, bloß eins Pfeil. Theoretisch brauchst du ja eigentlich keine Pfeile mehr, ne? Von daher. Sagt mir, was zu tun ist. Cool. Warum gehen wir nicht hin und metzeln das da drüben einfach nieder? Ich warte. Komm, der Rede wert. Fehlt es noch einer? Jetzt noch hier großartig zaubert. Hm. Ich kann es nur speichern. Okay. Dann hätten wir das erledigt. Alles klar. Oh, das wäre so abgeschlossen. Okay. Dann gucken wir, wie es oben aussieht. Ich hoffe, das bringt was. Okay, die sind jetzt auf einmal weg. Hm. Geplündert hatten wir ja, glaube ich, hier schon alles, ne? Was ist das denn? Und Taros Leiche? Okay. Ah, das ist die Leiche von Montaro, die Verbündeten von Xar. Scheint so, dass die Leiche von den Haften versteckt wurde, dass Xar, sodass sie Xar dazu bringen konnten, den Vogel für Montaro. Okay, alles klar. Und gab es auch nochmal 20.000 Punkte. Cool. Gut, dann seid ihr platt soweit. Ich bin bereit.
Ich raste mal, gucken, ob es dann noch weitergeht. Ja, und ich glaube, das mache ich gerade mal in den Slums. Dann kann ich die Leiche noch in unsere Kiste packen. Dann ist die auch gut unter. Hast du jetzt einen Blitz gekriegt? Was hier hier Sachen, wo ich keine Ahnung habe, warum. Letzte Zeit. Ist schon geschehen. So, dann pack mal die Leiche mal kurz weg. Javira, ihr solltet euch hier nicht zeigen. Ist nicht mehr sicher. Nicht, dass ich euch nicht mehr trauen würde, aber... Aber was? Aber ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Hafen und ich möchte nicht, dass sich daran etwas ändert. Es hat sich schon herumgesprochen, was passiert ist. Javira, das ist doch nicht wahr, oder? Nicht so, wie sie es erzählen, Bernhard. Ihr kennt mich. Ich bitte euch, vertraut mir. Ich weiß, was ich tue. Gut, dann... Das reicht mir. Zwischen uns ist dann alles beim Alten. Okay. Ich glaube, da müssen wir nochmal zu den Hafen an, aber ich glaube, ich... Ich muss aufhören, mein eigenes Bier zu saufen. Werde auf jeden Fall nochmal rasten. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Können wir jetzt langsam mal mit der Metzelei anfangen, ja? Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. So, dann alle mal raus. Ja, gehen wir nochmal zurück und gucken, ob da noch was abgeht. Komm, der Rede wert. Wie sieht's denn jetzt hier in der Hafner Feste aus? Der Typ ist jetzt aber auch weg, wie mir scheint, oder? Ah, ich erkenne einen anspruchsvollen Kunden sofort. Ich glaube, wir haben ja, glaube ich, alle Sachen, die wir nicht brauchen. Jetzt werden wir ein paar Stäbe abgeben, oder? Ah ja. Hier können wir die Sachen verkaufen, das ist doch schon mal gut. Hm.
Gut, ich glaube, da machen wir noch eine, also mache ich jetzt gerade noch eine Verkaufsrunde. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.